Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Immer muss ich die Gräber ausheben. Wenn ich eine Reichsmark für jedes Loch bekäme, das ich gegraben habe, dann könnte ich mir wenigstens bessere Socken leisten. Greit.
trat an mich heran und sagte, warum bist du nicht in deinem Schützengraben? Ich kann nicht schlafen, Feldwebel, antwortete ihm. Er ging und holte etwas. Hier, trink das, sagte er. Es war ein Krug mit Wein dran. Ich nahm einige Schlucke und war bald betrunken. Dann ging ich zurück in den Graben und schlief die Nacht. Nur, ich sag euch Jungs, ich hab selten so gut geschlafen. Die Straße war voller Soldaten und als die Bomber kam, war kein Platz zur Flucht. Ich sprang in einen Graben, sah dann aber einen jungen Mann im offenen Gelände stehen. Bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, dass ich überhaupt ein mutiger Mann bin. Irgendwas brachte mich dazu, rauszuspringen, den Jungen zu packen und mit mir zurück in den Graben zu ziehen. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, gab mir jemand meine Uhr. Sie war kaputt, tickte nicht mehr. Aber der Mann sagte, er habe gedacht, sie hätte vielleicht eine Bedeutung für mich. Darum hat er sie mir zurückgegeben. Die Uhr war von meinem Vater. Ich habe sie immer noch. Sie muss mein Glücksbringer sein. Scheiße, Feind! Feind, euch in ihr Hof! Wo zum Gott, sie hat den Augen verloren! Achtung auf eure Sicht! Unterwegs!
mir keine Angst! Einer von denen! In dem Turm da! Det helt tomt. Trengte den her.
Kanskje dette funker? Thank you.
større enn jeg trodde. Ich suche noch!
ist unterwegs! Yeah.
Ich werde die Sache für dich dämlich. Halt einfach dein Maul, ja? Einfach unchristlich. Wird jetzt bestimmt ein besserer Satz. Nee, ich rede mit dir! Weil diese gewaltige Explosion. Seht ihr sie? Da! Ich will nicht Scheitel ziehen!
Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg.